So, gerade einen Neustart gemacht und jetzt bin ich wieder hier auf der Map. Ein Neustart, damit auch andere Leute mal bauen können. Ich hatte hier geschrieben, keine XXL-Skins, weil ich hatte gerade gesehen, dass jemand hier auf einmal hier so einen riesen Thron baut. Guck mal, wie schnell die Leute mal alles bauen. Sieht zwar geil aus, aber wir haben ja XXL-Skins erstmal abgeschafft. Deswegen, das passt nicht rein. Deswegen muss das erstmal abgerissen werden. Lieber Joshua. Deswegen, wenn du dann wieder auf die Map kommst, bitte erstmal wieder abreißen. Da ist ja deine tolle Burg, die habe ich ja letztes Mal gezeigt. Und das wieder einfach abreißen. So, dann bin ich mal gespannt, ob ein paar neue Leute auf die Map kommen. Weil es wurde schon fleißig nachgefragt. Kann ich drauf? Kann ich drauf? Kein Problem, ich werde Neustarts machen. Und dann wünsche ich euch halt viel Glück, dass ihr auf die Map kommt. Ja, Sniper Mods. War gerade auch schon hier, dass ich immer den Namen durch. Da ist halt Joshua. Da ist er. Warte mal, der müsste jetzt am Stuhl spawnen. So. Das müsste er einmal kurz entfernen. Da steht er, da achten wir mal. Wie so ein Adler, schauen wir mal drauf. War mit meiner Burg hinten was nicht in Ordnung? Doch. Ich dachte gerade irgendwie, die sah so krüppelig aus. Ja, ich gucke. Komm, helf mal ihm mal ein bisschen. Da ist er, Mod GTA. Wir haben ja gerade nicht allzu viel zu tun. Apropos zu tun. Boah, momentan habe ich überhaupt keine Ideen hier im Mittelalter mehr, was ich da bauen soll. Das war damals in Mind City natürlich wesentlich einfacher. Bin ich ja schon mal drauf eingegangen, dass man im Mittelalter halt nicht viele Sachen bauen kann. Viele verschiedene Sachen. Das ist auch ein Grund, dass dieses Projekt auch nicht mehr ganz so lange geht. Halt. Man hat keine, ich habe keine Ideen. Ich merke es auch an vielen anderen Leuten, wo ich immer höre, doch, ich weiß nicht mehr, was ich bauen soll. Ja, ich verstehe das natürlich. Ich weiß es ja auch nicht mehr. Das Mittelalter bietet halt nicht so viele verschiedene Facetten, was man bauen kann. Ja. Deswegen wird das jetzt auch nicht mehr so ewig hier gehen. Es bringt ja nichts, wenn man keinen Plan hat und keine neuen Ideen. Das ist momentan bei mir so ein bisschen so. Ich baue jetzt keine zweite Burg oder so. Ich habe ja schon eine riesige Burg gebaut. Das war auch so gesehen mein Ziel, ne? Ja. Ich möchte halt noch, dass die Leute ihre Sachen ein bisschen schön zu Ende bauen. Vor allen Dingen die Leute mit den Großprojekten. Da fällt mir ein Pokepo, V-Rex fällt mir da ein, Gurke fällt mir da ein. Wen haben wir denn noch mit Großprojekten? Higli hat noch ein Großprojekt. Oder hier. Ach, wie heißt er nochmal? Anaconda. Ja, Anaconda. Mir fällt jetzt nur noch irgendwie Anaconda ein. Der hat ja auch noch so einen riesen Wald gebaut. Da möchte er auch noch ein Dorf bauen und sowas alles. Das sind halt die Großprojekte, die ich noch zu Ende führen, die sie noch zu Ende führen sollten. Ich kann auch ein bisschen behilflich sein. Und dann, Leute, dann war es das erstmal mit dem Mittelalterprojekt. Weil so langsam merke ich, bei mir persönlich ist die Luft so ein bisschen raus. Guck mal, oh, wie schnell wir sind. Es bringt ja nichts, sich einfach da durchzuwurschteln und einfach irgendwelche Folgen abzuliefern. Mir muss es ja auch ein bisschen Spaß machen und so neue Ideen. Ich hatte ja gesagt, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit habe. Das ist auch immer noch so. Aber irgendwie mein Kopf hat immer wieder neue Ideen. Ich habe immer wieder neue Ideen. Das ist unglaublich. Ey, mir gehen nie die Ideen aus. Auch für, ja, andere Projekte. Mal schauen, ob ich doch noch ein anderes Projekt mache. Mehr sage ich noch nicht dazu. Mal gucken. Mal schauen, ne? Mal schauen. Mit mal schauen halte ich mir alles offen. Muss ich mal gucken, wie die Zeit ist. Aber dieses Projekt, ja, das geht halt dem Ende zu. Ich hatte ja gesagt, dass das 100 Folgen werden. Ha, da habe ich mal ein bisschen mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch. Ich weiß gar nicht, wie viele Folge das ist, was ich jetzt noch 40 Folgen ungefähr machen soll. Soll ich jetzt noch 40 Folgen machen, wo ich Sachen von anderen vorstelle und einfach mich dann irgendwie langweilen auf der Map? Oh, nee, Leute, da müsst ihr auch ein bisschen Verständnis für mich haben. Ich möchte auch ein bisschen Spaß haben, ein bisschen noch was bauen. Wie gesagt, die Luft ist momentan ein bisschen raus. Deswegen muss ich mal schauen, wie viele Folgen es werden. Ihr werdet es ja sehen. Wenn das Mittelalter, ich werde dann auch noch ein Infovideo, denke ich mal, raushauen, was zur Sache ist. Oder ich werde die letzte Folge auch ankündigen. Ihr werdet dann sehen, was die letzte Folge dann ist. Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, guckt, ich fliege jetzt hier einfach rum. Wo ist, ah ja, genau, hier wollte ich auch mal gezeigt haben. Hier hat auch jemand sich ein großes Grundstück reserviert, auch jemand Neues. Haben wir hier schon einen Namen irgendwo? Ach, da war doch ein Schild, ich Blindfisch. Hier, da ist doch was, oder?
da steht was. Aber natürlich kann ich es jetzt nicht lesen. Jetzt gehe ich mal hier rein und gehe erstmal direkt unter. Zack, zack. Burg bei Zack, zack. Ah, cool. War hier unten gerade was? Ich habe irgendwie was gesehen. Komm, geh mal auf Tauchstation. Nee. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, das sieht auch sehr groß aus, aber der baut schnell. Genau so, dass so Großprojekte auch schnell abgeschlossen werden demnächst. Das wäre nicht schlecht. Hier haben wir auch noch was von Lukas. Oh, der ist auch recht schnell, ne? Da tut sich auch einiges. Was ist denn das bitteschön für ein... Ach, den Turm da oben habe ich ja schon mal gezeigt. Stimmt. Fetten Turm hier. Ja, mal gucken. Hier erstmal direkt Bowling bei den Engländern machen. Puff, wie so eine Bowlingkugel erstmal reingeflogen. Na, alles klar. Tolle Mütze übrigens. Cool. Was machen denn die anderen? Sniper. Ist mein Aufnahmeknopf gedrückt übrigens? Ja. Sniper. Boah, das sieht echt, das sieht cool aus. Das war irgendwie lange nicht mehr auf der Map. So, sieht auf jeden Fall gut aus. Interessant. So, cool. Komm, wir gucken, wir gehen mal rein hier. Ich will ja was zeigen ein bisschen. Ich bin ja eigentlich nur noch zum Zeigen hier. Und zum Aufpassen. Ich bin hier Papa Schlumpf von den ganzen. Oh, jetzt falle ich erstmal runter, ne? Ah, toll. Wo ist denn, wo hört es denn hier auf? Hier oben, what? Wäre ich mal von oben reingeflogen. Oh, nice. Richtig romantisch. So ein Bett hier oben. Oh, natürlich ein Kuchen. Ich will ja nur nicht allzu viel zeigen. Komm, gehen wir mal lieber hier raus. Komme ich irgendwie so raus? Nee. Ich muss, glaube ich, erstmal wieder ganz runterfallen hier. Blub. 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 Okay. Zu Spieler Lennon Mick war an seiner Arena dabei. Ciro ist an seinem Marktplatz. Joshua, was macht der denn? Der hat gerade seinen Skin abgerissen, also seinen Stuhl. Ja, wahrscheinlich weiß er nicht, was er machen soll, ne? Oh, boop. Ach cool, ist in seiner coolen Burg drin, ne? So, Mod GTA ist gerade neu auf die Welt gespawnt. Cool. Ach, was geht ab hier? Ach, ein Rüstungsständer. Was kannst du denn da machen? Geil. Hä? Warte mal. Jetzt kommt der gleich wieder hoch. Ach, geil. Wie so ein Kleiderschrank, wo der Rüstungsständer verschwindet. Das ist aber interessant. Cool. Richtig geil. Fett, lass mal drücken doch mal. Komm hoch. Ach cool. Nice. Toll. Ach, das ist ein fettes Haus hier. Okay. Oh, eine riesen Essenstafel hier, ein riesen Tisch. What? Was ist das denn hier unten alles? Was sind das hier? Das sind Kanonen. What the fuck? Geil, irgendwie cool. Hier kann man so Pfeile reintun. Das ist dann wie so ein Kanonenlager. Und hier kann dann alles abfeuern. Ach, geil gemacht. Auch, dass das so eine Senke hier drin ist. So ein bisschen tief unten drin. Interessant. Ich guck mir das mal von außen an. Was hat er da geschrieben? Ja, cool. Bin fast fertig. Cool. Hey, wie komme ich jetzt hier raus? Ich muss erstmal, glaube ich, nach oben gehen. Was denn hier alles beleuchtet? Also, what? Krasse Thron auch. Ach, cool. Die kann man sich auch so reinsetzen. Das mache ich ja immer gerne. Muss ich mich nur umdrehen? Ah, Gold steht mir auch gut, ne? Goldenen Thron. Sieht ein bisschen aus wie so ein Autoscooter. Ey, mach Platz, Schnecke. Ich bin der Autoscooter-Gangster. Was geht ab hier? Ja, ich glaube, ich bin der Autoscooter-Gangster. Ich hab 5 Chips gekauft, ja. Meine Mama hat mir Taschengeld gegeben. Ja, ich ramme euch alle weg, ja. So, Autoscooter-Gangster. Geht erstmal raus hier. Erstmal in die frische Luft. Wow, jetzt ist das ein toller Ausblick.
Richtig geil. Das ganze weite Land hat man vor sich, hier die Eiswelt. Das war das fette Haus, wo wir gerade drin waren. Boah, hat der aber schnell gebaut. Auch dieses MM da unten sieht cool aus, ne? Wow. Krass, er baut auch sehr schnell. Freut mich auf jeden Fall. Ich freue mich immer, wenn so Großprojekte auch fertig werden. Mod, ist das? Ach, Chaos Flo. Hat der schon angefangen, was zu bauen jetzt? Ach, das war denn unser neuer. Hier, unser neuer. Ah, oh. Der hüllt hier schon was aus. Das sieht ein bisschen aus, als würde das ein Haus werden. Ach, guck mal, hier hat er auch ein Haus. Ja, mal gucken, was es wird. Ich bin mal gespannt. Gasmaske. Cool. Ja, ich gucke nur, baue ich weiter. Ich bin ab und zu mal ein bisschen am Rumspam. Rumspam? Ja, Rumspam. Ist in Ordnung, Screenfun. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Cool. Wen haben wir denn noch nicht besucht hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Warte, ein Platz ist frei? Habe ich jetzt richtig gezählt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Warte mal. Wir sind nur sieben. Dann laden wir mal Dings ein einmal. Gurke war doch gerade hier. Der ist irgendwie runtergeflogen. Ich gucke noch mal. Oh, 94 Leute sind online. Ich hoffe mal, dass er nicht so weit weg ist. Honey. Will Honey auf die Map? Ich guck mal eben, ob Gurke da ist. Sonst packe ich mal vielleicht Honey oder jemand anderes. So. Ja, es tut mir leid, Leute. Ihr könnt ja kurz vorspulen. Ich will aber kurz nochmal einmal gucken, ob Silvers da hier ist. Ich hoffe, der ist nicht so weit unten. Ich mache mal ein bisschen schneller hier. Ich hoffe, ich verpasse ihn jetzt nicht. Pokepo. Pokepo spielt Call of Duty. Okay. Wo ist er? 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 Warte mal. MS Colonia. Warte mal. Der hat da auch noch was zu tun. Holen wir ihn erstmal rein. Mal gucken, ob er überhaupt kommt. Man weiß es ja nie, ne? Ich kann ja einfach mal die Leute nur einladen. So. Zum Spieler teleportieren. Ziro. Ziro, was ist los? Suchst du mich? Oder was ist los? Hast du. Ja, was ist denn? Ja, ich komme. So, verfolgen wir ihn mal. Mal schauen, wie weit er an seiner Burg ist. Oh, was sehe ich denn da? Einen roten Streifen? Okay. Dann machen wir das natürlich jetzt im fertig hier. Das passt ja noch gut in die Folge rein. Ziro, hast aber nochmal Glück gehabt, dass hier die Folge noch ein bisschen geht. Okay. Fertig. Okay. Cool. Dann zeigen wir das mal. Einen Moment. Ich zeige Finger. Ich zeige. So. Ja, Aufnahme. Ja. So. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier? Eine Schießbude? So Köpfe? Was soll das sein? Wie eine Zielscheibe? Okay. Warte mal, erstmal von außen. Warte, wir gehen hier mal von außen einmal rein. So, von hier. So, hier ist ja der Eingang, habe ich ja, wurde mir ja gezeigt. Hier geht man rein, so. Da hat man erstmal so einen riesen Wald zur linken Seite. Dann geht man hier so langsam hoch. Oh, endlich Treppen, da kann ich einfach so hoch. Alles klar, Kollege. Du kommst hier nicht rein. Warum? Ich hab dir doch letzte Tage 50 Euro zugeschoben. Da, in deiner Tasche sind doch noch die 50 Euro. Heute macht das 100. Alles klar, hier, da. Okay, danke. Ja, Köpfe hatten wir ja gerade. Ah, die Schmiede. Ja, ich schmiede, ich schmiede, ich schmiede. Ich bin ein Schmied. Okay. Was haben wir? Ach ja, hier haben wir diese Quetschmaschine. Kann ich hier auch rein? Ach, guck mal, hier kann ich mich reinsetzen.
So, da wird man gleich schön zermatscht hier. Siro, drück mal eben den Hebel. Okay, ich lebe noch. Echt brutal. Das ist nur eine Außenmauer hier, ne? Ja, okay, das ist eine Außenmauer. Ein Brunnen. Wird hier was geschrieben oder steht hier ein Schild? Ne, es wird was geschrieben. Ein Glücksbrunnen. Das schmeiße ich gleich mal. Hätte ich mal die 100 Euro, den ich ihm zugesteckt habe, hier reingeschmissen. Der Markt. Was steht da? Ja. Der Markt soll das aber heißen, ne? Zero, der Markt, ne? Ah, guck mal. Ein Markt. Kleine. Oh, die sind aber hoch, die Stände. Hier kann so ein XXL-Typ stehen. Okay, was zu trinken? Kuchen. Okay, das. Eine Mauer. Ja, okay. Habe ich was verpasst? Ich guck nochmal. Ach, dahinter. Was dahinter noch? What? Stimmt hier. Was ist denn das hier? Boah, was steht da? Rip Gurke. Cooler Sarg. Das ist nicht schlecht. Was haben wir hier? Alter, ich bin auch tot. Bin ich denn wirklich hier drinne? Guck mal, ich bin ausgebrochen. Ich stehe doch hier. Tada! Okay, machen wir mal wieder zu, bevor es nach Fuchs stinkt. Oh, hier kommt noch ein Grab hin, hier. Und hier anscheinend. Ne, hier steht was. Nicht, ne, hier steht doch nichts. So, nicht ganz fertig. Obwohl, Gräber braucht man ja immer. Es wird ja immer jemand umgenietet hier. Alter, jetzt bleibe ich hier hängen. Okay. Ja, Markt und Grab, das passt doch gut zusammen. Cool. Der Ziro. Komm, schau mir noch mal, was Mod GTA macht. So. Ich bin heute der stille Beobachter. Oh, Wasserfall. Oh. Interessant. Wahrscheinlich lässt da so ein Wasserfall hier runterlaufen. Das sieht dann episch aus. Oh, die Treppe ist auch cool geworden, die hier hochgeht. Boah, da habe ich aber viel zu zeigen, ey. Ah, da geht bestimmt mindestens eine halbe Folge drauf. Cool mit dem Wasser. Fügt sich schön ins Bild ein, auf jeden Fall. Was ist das bitte schön? Warum hängt denn der Eisklotz so in der Luft? Hä? Das ist ja merkwürdig, auch mit den Lichtern drinne. Soll das ein Eisberg-Rakete sein oder was? Und das sieht aus wie das Hinterteil vom Schiff hier. Da unten ist das Ruder und da oben ist das Schiff. Ja, ich habe manchmal eine komische Fantasie, ich weiß. Das ist ein Galgen. Jo, das ist echt ein Galgen. Da fällt man hier runter und ist direkt tot. Ja, auch geil. Direkt mit Entsorgung. Das ist auch nicht schlecht. Da freut sich doch die Müllabfuhr, dass sie nicht kommen braucht und die Leichen mitnehmen muss. Super. Da denkt jemand an alles. Was ist das da bitte schön für eine kleine Burg? England? England und? Hä? Wer hat das gebaut hier? Ist das eine komische. Ach, ist das Kroatien? Sieht so ein bisschen aus wie Croatia. Wie Kroatien. Komm, gucken wir mal, wer das hier gebaut hat. Wenn wir den Eingang finden. Ist das ein Eingang? Nein. Hallo, wo ist denn hier ein Eingang? Wir suchen doch nur einen Gang, nicht zwei Gang. Oh Gott, war der schlecht. Ich glaube, hier kommt man gar nicht rein. Das ist einfach wie so ein Wachturm. Ach, das ist die Mauer, ich Blödmann. Ich muss doch erstmal. Ne, hier kommt man rein, alles gut. Hier kommt man doch rein. Ist hier auch ein Name? Da ist doch ein Name. Wenn ich mal hinkomme. Ach, Extreme Mods. Nicht Sniper Mods. Extreme Mods. Okay, ist nicht ausgefüllt hier. Fliegen wir mal hoch. Okay, ist einfach nur so ein Turm mit einer Fahne. Also unten sind wieder die Engländer. Da kommt FC Schalke gerade noch rein. Schalke! Ja, Leute. Und für mich heißt es mal wieder, vielen Dank fürs Schauen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns im nächsten Part von Minecraft Mittelalter wieder. Oder zu den Tutorials könnt ihr auch gerne mal reinschauen, wenn ihr eine Stadt baut, eine moderne Stadt.
und irgendwelche Fahrzeuge sucht, schaut mal in die Minecraft-Playlist rein, Fahrzeug-Tutorials. Ich hoffe, da findet ihr das ein oder andere. Da gebe ich mir mal viel Mühe und das macht mir auch sehr viel Spaß, genauso wie hier im Mittelalter. So, liebe Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Screenfun, Like nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.